Bei Phoenix habe ich es gesehen, und zwar eine Rede im Bundestag der PDS-Abgeordneten Petra Pau. Die war bereits vor der Bundestagswahl hier mal bei uns zu Gast. Ja, wenn Sie es mir genau wissen, sieht ein bisschen aus wie Pumuckl. Ja? Und Petra Pau hat es über ein Direktmandat direkt in den Bundestag geschafft, wie auch eine weitere PDS-Abgeordnete. Ja, als Fraktion leider nicht mehr im Bundestag vertreten, aber zwei Direktmandate, also zwei PDS-Mitglieder im Bundestag. Und Petra Pau hat eine Rede gehalten, und das erlebt man selten im Bundestag, dass die komplette Zuhörerschaft, 100% der Zuhörer im Bundestag, wie ein Mann hinter Petra Pau stehen, ja, und ein donnernder Applaus sich durch den Bundestag, ja, den Weg bannt. Schauen Sie sich das hier an, das haben Sie noch nicht gesehen. Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, existenzsichernde Grundsicherung, drastische Arbeitszeitverkürzung sowie eine wirkliche Steuer- und Sozialreform. Derart neues Denken vermisse ich bei Rot-Grün, und von Schwarz-Gelb habe ich es im Übrigen gar nicht erst erwartet. Und deshalb fragen Sie bitte nicht. Das sind 100% der Zuhörerschaft im Bundestag. Feiern Petra Pau das, was noch nicht da, oder? Sitting Ovations sozusagen, meine Damen und Herren. Ja. Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, die beiden PDS-Abgeordneten bleiben, nachdem der Bundestag geschlossen ist, abends immer noch ein bisschen länger da und spielen ein bisschen selbst Bundestag für sich so, oder? So viel Applaus, das kennt eigentlich nur Bernhard Brink. Da klatschen allerdings 3 bis 4 Leute weniger. So, dann, meine Damen und Herren, habe ich etwas gesehen, und zwar Matthias Sammer, ja, der Trainer von Borussia Dortmund, hat ein Interview gegeben und machte merkwürdige Geräusche. Ja, und schauen Sie sich das hier an. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die gelben Karten schon, sagen wir mal, wenn du es ganz genau auslegst, irgendwo vielleicht korrekt sind, aber sehr kleinlich. Was ist denn da los? Können wir das bitte noch mal im Loop sehen? Ein bisschen hört sich an wie Didgeridoo. Kannst du mal grad, können wir noch mal sehen, bitte? Ja. Oder? Ich versuche mal gerade mitzuspielen. Oder klingt so ein bisschen, oder? Ja, ist gut, reicht. Ich glaube, ich habe einen neuen Künstlernamen für mich. Wenn ich DJ wäre, oder? Ich würde mich DJ Ridu nennen. Fällt mir gerade ein, wo ich das hier sehe. Oder? Tschick, 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 tschick. DJ Ridu. So, DJ Ridu, bitte an meine Anwälte, möchte ich morgen im Titelschutzanzeiger lesen. DJ Ridu, ja? Nicht, dass jemand kommt und sich nachher noch DJ Ridu nennt. DJ Ridu, in allen Schreibweisen und Formen, meine Damen und Herren.